Hi und herzlich willkommen bei Die Magie in dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll dir als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Wir finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute habe ich als Gast die liebe Rola. Rola ist Mutter, Speaker, Coach, Autorin und Ex-Weltboxmeisterin. Rola wird uns heute ihre persönliche Geschichte erzählen, was ein absoluter Mehrwert für jeden Einzelnen hier ist. Rola ist für mich persönlich das Sinnbild einer Powerfrau. Und ich will auch gar nicht so viel erzählen über sie selbst. Das wird sie jetzt gleich in diesem Interview sagen. Wirklich, bleib wirklich dran und hör dir diese Geschichte an, die wirklich sehr, sehr tief geht, mit so vielen Gänsehautmomenten. Rola ist einfach nur wow. Ich will nichts sagen. Bis gleich. So, Rola, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ja ein absoluter Fan von dir. Du bist wirklich so für mich so das Bild einer Powerfrau, wirklich. Also als ich wirklich deine Geschichte gehört habe, das ging so tief in mich hinein. Ich habe sie aber Gedankentanken zum ersten Mal gehört. Nee, beziehungsweise ich habe dich sogar schon viel, viel früher. Ich war auf dem Bodo Schäfer Seminar und da habe ich dich zum ersten Mal live gesehen. Ich glaube, Aufbruch war das. Ja, Das war in 2019. 2019, genau da war ich, saß ich im Publikum und dann warst du mit Bodo Schäfer da oben und danach habe ich noch deinen Auftritt bei Gedankentank gesehen und war wow, einfach nur wow. Wirklich deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, ich würde mal sagen, ja, erzähl uns doch mal deine Geschichte, damit die anderen, ich meine, ich kenne dich schon, ich bin absoluter Fan von dir, aber die Zuhörer kennen dich ja vielleicht noch nicht. Danke, danke, danke für ja, dieses Intro, sage ich mal. Und ja, sehr gerne nehme ich mir die Zeit, weil ich auch deine Arbeit schätze, weil ich einfach sehe, dass du ja das aus einem ganz, ganz starken Warum machst. Und da unterstütze ich doch sehr, sehr gerne. Ja, meine Dankeschön. Geschichte, boah, die ist echt unfassbar vielfältig. Die beginnt eigentlich schon in meinem Kindesalter. Also ich bin im Libanon geboren, 1985. Damals herrschte Bürgerkrieg und für meine Eltern gab es ja null Perspektive. Die sind dann geflüchtet aus dem Libanon, sind nach Deutschland gekommen, haben dort eine neue Heimat gefunden. Ich muss dazu sagen, meine Eltern hatten keine Love Story oder so. Das war halt auch keine arrangierte Hochzeit, also so wie man sich das krass vorstellt. Aber es war halt so. Ja, die passen doch gut zusammen. Also die wurden so verkuppelt, sage ich mal. Und es war aber jetzt nicht die große Liebe meiner Mama. Mein Vater ist auch 15 oder 20 Jahre älter als sie gewesen. Sie war 18 oder 19. Und ja, kam aus einem guten Elternhaus und war ein anständiger Mann, bla bla. Und in Deutschland angekommen, wenn du da halt hier in einem fremden Land bist, wenn du geflüchtet bist, fremde Kultur, dann ist halt ein Zusammenhalt unfassbar wichtig. Und den hatte halt meine Mutter nicht. Also mein Vater war kein Fels in der Brandung für sie. Und da hat sich die Ehe schon angefangen, da hat sie es schon gebröckelt und die haben angefangen, sich auseinanderzuleben. Meine Mama ist aber sehr, sehr schnell schwanger geworden. Und meine Schwester kam dann auf die Welt und ich glaube, 3 Monate später hat mein Vater uns dann auch verlassen, hat gesagt, er kommt hier in Deutschland nicht klar, das passt nicht. Er ist auch ein sehr, uns gegenüber überhaupt nicht, uns Kindern, aber meiner Mama gegenüber auch gewalttätig gewesen. Und das haben wir Kinder auch mitbekommen. Und es war dann schon das Richtige, dass er gegangen ist für alle. So schwierig es für uns dann war, war das aber eins der besten Dinge, die uns hätte passieren können. Er ist dann zurück in den Libanon und von da an herrscht überhaupt kein Kontakt eigentlich zu ihm. Wir waren dann alleine mit meiner Mama. Sie hat dann einen neuen Lebenspartner hier in Deutschland gefunden, der auch aus dem Libanon kam, auch Flüchtling gewesen. Und ja, das war aber so eine Beziehung, die sie frei gewählt hat. So das erste Mal in ihrem Leben. Sie war schon zweifache Mama, aber das erste Mal in ihrem Leben musste sie lernen oder durfte sie eine Entscheidung, eine sehr wichtige Entscheidung, frei wählen. Und der Anfang war eigentlich ganz okay mit diesem. Wir haben ihn ja schon gekannt. Also er war jetzt nicht ein Fremder, der plötzlich in unser Leben kam, sondern man kannte ihn von der Zeit, wo mein Vater auch schon da war. Das war halt so in den Flüchtlingsheimen, so die großen Cliquen, sage ich mal, die aus dem Land kommen, die aus dem Land kommen. Und daher kannten wir ihn auch schon. Und ja, ich hatte eine relativ normale Kindheit. Ich war sehr, sehr, sehr zurückgezogen, aber ich war ultra ängstlich. Ich hatte
null Selbstvertrauen, ich war so unsichtbar. Also so habe ich mich empfunden. Okay, würde man jetzt Und gar nicht denken. überhaupt nicht. Also da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich den Menschen das nicht nur aus der Theorie erklären kann, sondern dass ich auch Danke. das beste Beispiel bin, dass man so etwas lernen kann. Das musst du nicht von klein auf schon haben, sondern du kannst es dir aneignen. Und weißt du, im Kindergarten ist das noch okay, da sind die Kinder noch relativ lieb und so. Und in der Schule wurde mir das aber zum Verhängnis. Ich war dann das klassische Mobbing-Opfer. Das hat dann angefangen mit, ja, erstmal einfach nur ausgrenzen. Ich habe keinen Anschluss gefunden. Dann hat man mir Dinge einfach weggenommen. Dann hat man mich rumgeschubst. Dann hat man mich ausgelacht. Dann hat man mich beleidigt. Also es ist immer mehr geworden. Und das konnte ich 3 Jahre relativ gut verstecken zu Hause. Also meine Eltern, die kannten mich halt. Ich war so eine richtige Heulsuse. Ich habe immer geweint. Egal, also Kleinigkeiten und ich habe geheult. Und es war immer so mein Ventil, um irgendwie meine Emotionen zu verarbeiten. Und für meine Eltern war das dann klar, dass ich jetzt nicht so everybody's darling in der Schule bin, sondern dass ich halt einfach so mein eigenes Ding mache, ein Außenseiter bin. Und in der 3. Klasse hat dann meine Mama eine Situation aber mitbekommen auf dem Schulhof, wo sie dann verstanden hat, okay, das ist nicht, sie ist nicht nur ein Außenseiter, sondern sie wird auch echt gequält. Und sie kam einfach früher, als sie sonst kam, um mich abzuholen und hat dann auf dem Schulhof halt gesehen, wie man mir meinen Schulranzen weggerissen hat, von einem zum anderen geschmissen, mich stolpern lassen, ins Gebüsch geschuckt, den Schulranzen irgendwo in die letzte Ecke geschmissen, so dass ich dann heulend meine Sachen zusammenkratzen musste. Und das hat sie dann natürlich gesehen und für eine Mutter, also wenn ich heute sowas sehen müsste, ich kann echt für nichts garantieren, heute als Mama, wie meine Mama sich da auch unter Kontrolle hatte. Und sie hat natürlich die Jungs zur Sau gemacht und da waren die auch erstmal so, oh Mist, sowas kannten die natürlich nicht, Widerstand. Und dann hat sie es meinem Vater erzählt und die Reaktion meiner Eltern war super, denn sie haben nicht versucht, das im Äußeren zu klären, jetzt die Jungs zur Sau machen, mit den Eltern zu reden, mit den Lehrern zu reden, was ja immer so Standard ist, sondern sie Standard, haben ja. direkt bei mir angesetzt. Sie haben gleich gesagt, ich muss mich verändern. Ich muss stärker werden, weil die hören nicht auf ihre Eltern, auf den Lehrer oder auf meine Eltern. Und dann haben sie gemeint, okay, Sport wäre vielleicht die Lösung. Meine Schwester ist das komplette Gegenteil von mir, sehr extrovertiert, voller Power, von klein auf schon. Und für sie haben wir Sport gesucht, um sie ein bisschen runterzubringen, um Okay. als Energieausgleich. Und meine Eltern da machten oder meinten dann so, ja, komm, vielleicht ist Sport die richtige Entscheidung, um Rola selbstbewusster zu machen. Ja, das klassische Ding probiert, was für so ein kleines Mädchen passt, Turnen, Tanzen, Reiten, war aber alles nichts für mich. Einmal, weil ich auch kein Talent dafür hatte, aber das zweite oder der Hauptgrund war, dass da auch Kinder waren. Und ich konnte mit Kindern nicht. Ich habe keine Bindung aufbauen können. Ich war es gewohnt, sobald Kinder da waren, war das für mich etwas Negatives. Ich werde jetzt ausgelacht, ich werde ausgegrenzt und ich habe mich da selber gebremst damit. Und deshalb habe ich nichts davon auch lange gemacht. Und mein Vater, der Hobbyboxer war oder Kickboxer, meinte, komm, ich nehme Ola mal zum Boxen mit. Und er war wirklich der Einzige, der davon begeistert war. Alle anderen haben ihn bepfiffen und gesagt, wie spinnst du eigentlich mit mir? Und ich bin dann tatsächlich 1994 mit in so ein versifftes Kickbox-Training, wo einfach nur Männer über 18 waren, die geschwitzt haben, wo es gestunken hat, die sich auf die Rübe gekloppt haben, so richtig Rocky-Stil. Und ich watschel da rein mit meiner Kickbox-Hose von meinem Vater, die mir fast bis zu den Füßen ging, die eigentlich über dem Knie enden sollte. Und ja, mein Trainer war überhaupt nicht begeistert. Nein, bring sie hier raus. Ich will erstens keine Frauen hier drin haben, zweitens keine Kinder und erst recht nicht solche Kinder wie Mola. Die kann das hier, das ist viel zu hart für sie. Mein Vater hat ihn aber überzeugt, einfach, dass ich mal mitmache. Er soll mich nicht trainieren, nicht beachten. Ich bin einfach in der Ecke und mache die Übungen mit. Ja, und so begann meine Karriere. Die ging dann 22 Jahre. Und mein Trainer war von Anfang bis Ende an meiner Seite. Und er hat gesagt, er ist ein unfassbar sturer Mensch. Und wenn er Entscheidungen trifft, dann bleibt er auch dabei. Und er ist so froh, dass er die Entscheidung, die er anfangs getroffen hatte, mich nicht trainieren zu wollen, dass er die revidiert hat im Laufe der Zeit. Und ja, ich war sein größtes Zugpferd. Ich bin sportlich gesehen sein größter Erfolg gewesen über die Jahre hinweg. Und ja, so hat sich einfach so eine Leidenschaft entwickelt. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, der Sport. Ich habe natürlich dann auch ein Talent mitgebracht, was dann irgendwann zum Vorschein kam.
Und ja, in der Schule wurde ich nach ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr gemobbt, weil ich plötzlich da sein konnte. Ich war nicht mehr unsichtbar. Ich habe eine Stimme gehabt. Ich konnte laut sein. Ich konnte meine Meinung sagen. Ich konnte Stopp schreien. Ich konnte mir meine Sachen wieder zurückreißen. Und das Ganz sind so andere Dinge, da Ausstrahlung auf einmal gehabt, ja? voll, so von innen nach außen. Und das sind Dinge, wo die Kinder einfach nicht mehr mit klargekommen sind. Und dann haben sie es auch sein lassen, weil es dann nicht mehr cool war. So, okay, die heult jetzt nicht, sondern die wehrt sich und das ist nicht mehr cool. Wir müssen ein anderes Opfer uns suchen. Und ja, meine ganze Jugend war geprägt vom Sport. Ich war wie besessen davon. Also ich habe wirklich nichts anderes gemacht. Ich habe keine klassische Jugend gehabt, wie man sie kennt. Einmal, weil ich nur meinen Sport wollte. Ich wollte nichts anderes. Ich hatte mit 14 gesagt, ich möchte Boxweltmeisterin werden. Das ist mein großes Ziel. Und ich war intuitiv, habe ich alles richtig gemacht, was Das heute wusstest du dann Coaching schon, wäre. aber, sorry, Ruhe, Ja, das ja. wusstest du dann schon, als du mit dem Boxen angefangen hast, dass du Boxweltmeisterin werden Nee, willst? nee, nee. Ich habe ja mit 9 angefangen. Ah, Mit okay. 9 in der dritten Klasse habe ich angefangen und mit 14 war ich dann auf einem Event und habe Regina Halmich gesehen. Und Regina Halmich war da Ringrichterin. Also ich habe sie nicht in Aktion gesehen und irgendeiner sagt dann zu mir, sie ist ja so eine ganz kleine, zierliche Person im Vergleich zu mir. Ich bin ja viel größer und auch schwerer als sie. Und er sagte zu mir, hey, die Frau da oben ist Boxweltmeisterin. Und ich so, nee, so willst du mich verarschen? So guck sie dir mal an, wie zierlich und so. Und dann habe ich ganz großkotzig gesagt, wenn die Boxweltmeisterin ist, dann werde ich das auch. Und irgendwie war das so wie so ein Stempel, den ich mir gegeben habe. Fertig. Ich hatte jetzt plötzlich so ein Ziel, wofür ich das Ganze gemacht habe, weil davor habe ich halt einfach 3, 4 Mal die Woche so für mich trainiert. Als junges Mädchen ist schon sehr, sehr viel. Und ja, das war so mein übergeordnetes Ziel und ich habe alles danach gerichtet. Und weißt du, heute coache ich Leute, um sich Ziele zu setzen, um dran zu bleiben, Durchhaltevermögen aufzubauen, Disziplin und, und. Heute weiß ich, wie das geht, roter Faden, Struktur. Und damals als junges Mädchen habe ich es intuitiv einfach richtig gemacht. Ich habe alles Was schon in untergeordnet. dir. Genau. Und das ist halt dann für mich auch mega, mega geil, weil ich mich in die Menschen hineinversetzen kann. Weil ich weiß, wie es ist, an einem Moment oder an einem Punkt zu stehen, wo du eigentlich gar keinen Bock mehr hast. Wo du sagst, boah, lohnt es sich noch? Ich sehe keine Erfolge. Ich sehe gar nichts. Aber ich mache so unfassbar viel. Und das ist natürlich so ein Zugang, den ich dann zu den Menschen habe, Gott sei Dank, der sich dann viel, viel schneller öffnet, weil sie mir da vertrauen, weil sie sagen, okay, ich vertraue dir, ich mache das, weil ich weiß, du hast es ja geschafft. Und ja, mit 18 dann endlich bei den Frauen gewesen, als junges Mädchen, als Jugendliche sehr, sehr schwierig. Also das war Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, da gab es kaum Mädchen, die das gemacht haben. Und kaum Gegnerin gehabt, viel unterwegs gewesen, zu Events gefahren, dann ist sie doch nicht gekommen und lauter so Sachen. Mit 18 dann endlich auch eine erste offizielle deutsche Meisterschaft und ich bin auf Anhieb deutsche Meisterin geworden, habe die Jahre danach jedes Jahr den Titel gewonnen, war in Deutschland in meiner Gewichtsklasse die absolute Nummer 1, bin auch in die deutsche Nationalmannschaft gekommen, auch Captain der Mannschaft, also so alles so, wie man sich das wünscht, ein erfolgreiches sportliches Leben durfte ich leben, habe natürlich sehr viel und sehr hart dafür gearbeitet. Und das große Ziel war aber immer Profi werden. Die Amateurliga hat mich nie interessiert. Klar war Olympia schon so ein Ding, so ey, mal bei Olympia dabei sein. Aber die haben uns ja regelrecht verarscht. Also erst hieß es ja 2004 wird es olympisch, dann hieß es vielleicht 2008. Und nachdem 2004 die Absage kurz vorher kam, dass es nicht olympisch wird, Frauenboxen, erst 2008 war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, riskiere ich es jetzt noch mal zu warten? Oder werde ich einfach Profi? Da habe ich gesagt, ich riskiere es, ich nehme diese Erfahrung mit als Amateur. Und dann kam 2007 wieder die Klatsche, nein, es wird doch nicht olympisch. Und da habe ich gesagt, hey, das Wertvollste im Leben ist meine Zeit, ist mein Alter. Ich bin nicht immer 18, ich bin nicht immer 20, bin nicht nur 365 Tage. Und da habe ich gesagt, okay, es wäre cool gewesen, zur Olympia zu fahren, aber ich werde jetzt einfach Profi. Und bin dann 2007 Profi geworden. War sehr, sehr hart, weil ich dann eine mächtige Klatsche bekommen habe. Ich war so das Naturtalent. Ich konnte sprechen. Ich sah aus wie eine Frau. Ich war beliebt. Ich war freundlich. Also ich kam immer gut an. Und dann sagen alle Boxställe zu mir, ich habe mich ja überall beworben, um für einen Vertrag zu bekommen und so. Ja, das ist zu langweilig. Du bist everybody's darling, juckt keinen. Dafür zahlen die Leute kein Geld.
Für mich war das so, wollte ich mich verarschen. So überall alles, check, 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 gut, Technik, Fundament, erfolgreich, als immer, alles gut, aber ich habe von keinem einen Vertrag gekriegt. Und da kam ich an den Punkt, wo ich alles hinterfragt habe. So war es das jetzt wert, so 12 Jahre meines Lebens da wirklich zu vergeuden oder zu investieren. Ich konnte das damals nicht deuten. Mein Vater stand da voll hinter mir, also mein Stiefvater, und hat gesagt, komm, wir machen das auf eigene Faust. So was die können, können wir auch. Wir fangen natürlich kleiner an, aber hey, wir haben schon ganz andere Steine aus dem Weg geschaffen. Und dann haben wir einen eigenen Boxstall gegründet, haben uns Krass. Sponsoren gesucht. Ey, das war mein erster WM-Kampf damals. 2 Jahre nachdem ich Profi geworden bin, habe ich mich dann qualifiziert. Den durften wir dann austragen. Es ist dann nur noch Business. Wir mussten gucken, das war ein Event, der so im sechsstelligen Bereich liegt. Den musst du finanzieren. Wie du das machst, ist dein Ding. Fernsehgelder gab es nicht, weil die hatten nur die großen Promoter. Und wir haben dann halt mit so regionalen Fernsehsendern, die zahlen dir aber kein Geld, die geben dir aber ein bisschen Werbefläche, wo du dadurch Sponsoren finden kannst und. Und habe dann in der Halle gekämpft vor 800 Leuten. Ich habe alles gemacht. Ich habe die Halle am Abend vorher noch rausgekehrt. Ich habe kleine Sticker auf die Stühle für die Sitzplatznummern, damit sich jeder seinen Platz Krass. findet. Ich habe alles gemacht. 3 Stunden vor meinem Kampf hat die Kassenfrau das nicht mehr gecheckt mit den Sitzplätzen. Dann bin ich runter ins Kassenhäuschen. Die Leute haben mich so angeschaut und haben gesagt: Hä, warte mal, du bist doch die auf dem Flyer, weißt du? Was machst Ja, du hier? krass. Und es war halt komplett in Eigenregie. Also wirklich self-made alles. Und dann stand ich am Schluss auch noch im Ring und habe 10 Runden eine Schlacht hingelegt. Das war ja eigentlich die Hauptaufgabe, die so nebenher lief. Und bin dann Weltmeisterin geworden. Und es war dann für mich so ein, boah, krass, so Meilenstein. 10 Jahre habe ich tatsächlich gebraucht, um das zu erreichen. Mit 14 habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Mit 24 habe ich es erreicht. Und da war mir dann klar, so, hey, du kannst alles erreichen. So, egal welche Spinnerei. Und jeder hat das für eine Spinnerei empfunden. Außer mein Vater, der war der Einzige, der daran geglaubt hat, und mein Trainer. Aber alle anderen Menschen, weißt, viele so, ja, cool, voll toll. Aber du hast es gemerkt, so, da ist Ein nicht bisschen wirklich der belächelt so. Support. Absolut. Okay, Was ich ja okay. auch verstehe, weißt, da kommt so ein kleines Mobbingopfer daher und schafft es nicht mehr gemobbt zu werden und will jetzt Weltmeister. So, was für ein Hollywood-Drehbuch ist das bitte? Weißt du, so empfinden das die Leute. Und wie war es dann aber dann für die anderen, wo du dann auf einmal Boxweltmeisterin warst, die dich am Anfang alle abgelehnt haben? Haben die sich dann im Nachgang dann gemeldet? Ja, klar, dann kam es, hey Rola, ich habe gehört, du verteidigst deine Titel. Gibt es noch Karten? Ja, an den ganz normalen Vorverkaufsstellen. So, weißt du? Die haben halt so, ja, ich kenne die Rola. Du kennst mich schon seit 10 Jahren, aber so gut waren wir noch nie. Und da hast du schon ganz, ganz, da hat sich, wie sagt man, die Spreu vom Weizen getrennt. Also da wusstest du, okay, wer steht neben dir oder hinter dir, wenn die Scheinwerfer an sind, und wer ist es von Anfang an einfach gewesen? Und es waren tatsächlich Menschen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Es war unfassbar krass, die Presse von Anfang an. Die haben mich als 15-Jährige angefangen zu begleiten. Es waren viele Sponsoren, die wirklich erstmal Geld bezahlt haben für nichts. Also wirklich. Einfach nur als Support haben die das gesehen. Und ich habe das auch gewusst. So, die machen jetzt nicht, die zahlen keine 10.000 Euro für diese Werbefläche, also die können das gar nicht refinanzieren. Aber das war einfach so als Support, weil sie an mich geglaubt haben. Und das war dann schon für mich so krass, dass da fremde Menschen, natürlich profitieren die irgendwie davon, aber trotzdem müssen die das nicht. Die können auch in die Fußballmannschaft oder in die Basketballmannschaft aus Ulm Absolut. investieren. Da haben sie mehr davon. Und das war dann krass. Und dann ging es wirklich bergauf. Ich habe dann die erste Titelverteidigung auch in Ulm dann gehabt, vor 3.500 Zuschauer, ausverkaufte Halle. Internationaler Fernsehsender Al Jazeera Sport war dabei, hat in alle, also weltweit übertragen, einmal in alle arabische Länder, aber auch weltweit. Also Al Jazeera ist ja jetzt nicht nur ein arabischer Sender, sondern der ist international. Und ich hatte 11 Millionen Zuschauerquote an dem Abend. Also so Zahlen, die du in den Raum wirfst, die ganz Großen in den großen Stellen nicht haben. Und ja, ich war dann wirklich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, habe eine Top-5-Frau aus der Welt, aus Amerika damals geschlagen durch technischen K.O. und habe mir gedacht, okay, die Welt ist offen für mich, ich kann alles erreichen. Und ja, wenn du aber ganz, ganz oben bist im Leben, dann kannst du auch verdammt tief fallen. Und das kam dann im Jahr 2010,
war es dann soweit bei mir. Ich war dann schon 1,5 Jahre oder 2 Jahre fast Weltmeisterin. Und da hieß es nur noch, jetzt, was ist größer, was ist toller, was ist besser. Die Sponsoren haben sich um mich gerissen, die wollten jetzt ihr Geld ausgeben, also ich musste nicht mehr hingehen und fragen. Und alles lief nach Plan. Und dann habe ich aber etwas entdeckt, was ich davor einfach nie bemerkt habe. Es war die Liebe, vor der ich mich immer, immer gedrückt habe. Ich war schon 25 zu dem Zeitpunkt und ich war immer so, ich hatte Scheuklappen auf und ich hatte nur meinen Sport. Natürlich wurde ich auch konditioniert von meinem Vater, der zwar einen arabischen Hintergrund hatte, aber das nie nie der Grund war, warum er mich da so von der Männerwelt weggedrängt hat, sondern er war ein extremer Narzisst. So, sein Wort, sein Gesetz. Und er hat ja mit mir zusammen die Karriere aufgebaut. Und er wusste, und er hat das auch von Anfang an gesagt, jeder Mann ist eine Gefahr für deine Karriere, für unsere Karriere. Und deshalb mach erst deine Karriere und später kannst du dir einen Mann suchen, weil die Männerwelt, die ist ja immer da. Und ich fand das anfangs okay. Ich habe da überhaupt kein Problem mit gehabt, weil ich wollte auch gar nichts anderes. Ich wollte immer nur mein Boxen und ich habe das von ihm so in vollen Zügen bekommen und jeglichen Support. Ich musste auch nach dem Abi, ich musste nicht arbeiten, ich musste nicht Geld verdienen gehen, gar nichts. Er hat alles, sein ganzes Erspartes, alles, was er verdient hat, in meine Karriere gesteckt. Und ja, aber dann triffst du halt diese eine Person, die alles verändert. Und ich habe mich auch wirklich gewehrt. Also ich bin so ultra stark, was meine Gedanken und die Kontrolle meiner Gedanken angeht. Das kann ich sehr, sehr gut. Ich meine, du musst im Boxring stehen und Pokerface auch, egal, da kann vorher, was weiß ich, wer gestorben sein. Du musst in der Lage sein, hier die Kontrolle über deine Gedanken zu gewinnen. Das konnte ich sehr, sehr gut, weil ich es viele, viele Jahre trainiert habe. Und egal, was meine Emotionen gerade mit mir machen, ich muss abliefern. Und das habe ich auch versucht, 2, 3 Monate, aber irgendwann hat es mich dann voll weggeballert. Und dann war das nur noch so alles rosarot und schön. Und ja, wie jeder, der mal so verliebt war oder ist, der versteht, was ich meine. Und weißt, das sind so Sachen gewesen, die haben andere erlebt oder die erleben andere mit 15, 16. Und ich war halt 25. Gestandene Frau, hatte ein eigenes Business auf dem Höhepunkt meiner Karriere und ich muss jetzt damit klarkommen. Und ich bin nicht damit klargekommen. Und für mich selber das erstmal zu verarbeiten, war unfassbar schwierig. Und dann hatte ich natürlich diesen großen Schatten hinter mir oder über mir. Das war mein Vater, weil ich wusste ja, der wird nicht sagen, oh toll, schön, ja, neuer Schwiegersohn. Nee, gar nicht. Der wird da echt Paroli bieten. Aber irgendwann kam ich halt an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss es ihm einfach erzählen. Das habe ich dann getan nach 3 Monaten. Ja, und dann, ich darf hier ganz normal reden, oder? Ja, natürlich, Dann war die bitte. Scheiße am Dampfen, aber richtig. Und dann kam natürlich dieses Gesicht zum Vorschein, was ich mir in meinen schlimmsten Träumen ausgemalt habe. Er war ein, oder ist ein, ich, nein, ist, kann ich nicht mehr sagen, ich habe ja keinen Kontakt mehr zu ihm, aber zu dem Zeitpunkt war er ein sehr, sehr krasser Narzisst. Er hatte seine Gewaltausbrüche auch nicht im Griff. Also er war oft gewalttätig uns allen gegenüber, also nicht wie mein leiblicher Vater, nur meiner Mama gegenüber, sondern auch uns Kindern Auch gegenüber. euch, okay. Und also so krass, dass er sogar mal mit einem Schwert auf mich losgegangen ist, Wow. als ich 16 oder 17 war. Also das sind so Momente, da verliert er komplett die Kontrolle. Wie so ein schizophrener Mensch, eine komplett andere Persönlichkeit steht dann vor dir. Und ja, und so krass ist das dann auch eskaliert. Nee, du hast mich 3 Monate belogen, du kannst so eine Entscheidung nicht alleine treffen, du hast mich hintergangen, du beendest die Beziehung und wir vergessen, was war, oder du wirst ein blaues Wunder erleben. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich ihm wirklich die Stirn geboten habe, wo ich gesagt habe, nee, komme, was wolle, ich ziehe das durch. Er hat sogar davor bestimmt, was für eine Farbe mein Glitzerrock beim Boxen anhat. Er hat bestimmt, welches Outfit ich trage, wenn ich das Haus Krass. verlasse. Er hat bestimmt, mit wem ich mich wann treffe und das auch immer mit Genehmigung. Ich war 25. Wenn ich das Haus verlassen habe und er nicht da war, ich musste ihm eine Nachricht schicken, wohin ich gehe, mit wem ich gehe, wie lange ich dort bleibe. Mein Handy musste immer an sein, 24/7. Er muss Kontrolle, bei mir absolut, ja. voll, also richtig krass. Ich habe das auch in meinem Buch ausführlich mal so geschrieben, damit die Leute wissen, was für ein krasser Mensch er auch war. Und
Ich habe immer abgenickt. Ich habe immer alles gemacht, was er wollte. Und diesmal hatte ich aber ein ganz starkes Warum. Ich hatte so einen Antrieb von innen, wo ich gesagt habe, nee, so, das ist zwar der erste Mensch, in den ich mich verliebt habe, aber ich habe einfach gespürt, das ist es. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche keine Versuchskaninchen. Ich muss nicht mich austesten. Ich habe es einfach gespürt und ich wusste, ich bin so ein extremer Bauchmensch. Und ich wusste, jahrelang kam, ich habe natürlich, ich war in einer Männerdomäne. Ich habe nonstop Männer um mich rum gehabt. Und auch viele Männer, die interessiert waren an mir, die ich aber immer abblocken konnte, weil ich einfach wusste, es war nie der Richtige dabei. Und ja, es ist dann so weit eskaliert. Er hat dann nach 3 Monaten auch die Familie verlassen. Er hat uns wirklich sitzen lassen, alle. Er hat auch ein eigen leibliches Kind. Also mein kleiner Bruder ist ein Nachzügler. Ich bin 16 Jahre älter als er. Der war zu dem Zeitpunkt 9 oder 10. Den hat er auch einfach links liegen lassen und hat gesagt, okay, so, wenn ich Roland nicht haben kann, dann brauche ich die anderen auch nicht. Und ja, hat mit ganz vielen Drohungen angefangen. Also ich schieße dich über den Haufen, ich schieße dich zum Krüppel, ich schieße euch beide, wenn ich nur über meine Leiche, wenn ich euch zusammen sehe, dann erschieße ich euch. Und, also sehr, sehr, sehr krasse Drohungen. Viele haben es auch hier wieder belächelt. Ja, du kennst ihn doch. Und ja, er ist jetzt außer sich. Aber ich war die Einzige, die immer ganz, ganz fest daran oder die das gespürt hat, dass er zu sowas in der Lage ist. Und das ging dann 8 Monate. Ich habe auch beim Amtsgericht habe eine Aussage gemacht, was er gesagt hat zu mir, zu anderen. Und ja, die Justiz kann halt nicht handeln. Die sagen, Frau El-Halabi, solange nichts passiert, können wir nichts tun. Und Aussage gegen Aussage. Er sagt, er hätte sowas noch nie gesagt. Ich sage doch und ich habe Zeugen, aber da passiert halt nichts. Und dann musste ich ja trotzdem meine Karriere weiterführen. Ich hatte ja auch den Druck, meine Titel zu verteidigen. Und ich hatte Sponsoren, die dann irgendwann sagen, so, hey, warum kämpfst du monatelang nicht? Ich hatte dann so psychische Probleme. Ich bin immer wieder ohnmächtig geworden, während dem Training einfach umgefallen. Ich bin mit diesem psychischen Druck nicht mehr klargekommen. War wochenlang im Krankenhaus, durchgecheckt. Ich bin kerngesund. Ich habe um Weltmeisterschaften gekämpft. Und die Ärzte haben immer gesagt, irgendwas muss da sein. Gibt es irgendwas, was dich belastet, psychisch? Und ich war, nein, nein, nein. Und das kriegen die Sponsoren natürlich auch irgendwann mit und hinterfragen dann vieles. Und irgendwann musste ich dann ein Statement abgeben. Das habe ich dann gemacht, Anfang 2011, dass ich gesagt habe, ich muss mich beruflich trennen von meinem Vater, weil wir familiär etwas zu klären haben. Und sobald wir das machen, können wir beruflich weitermachen. Aktuell übernehme aber ich alleine das Management und gehe meinen Weg weiter. Bin dann 3 Monate später nach Berlin gefahren, am 1. April 2011, zu einem erneuten WM-Kampf für einen weiteren Titel. Ja, und mein Vater war ja, ich hatte ja überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm, außer halt diese ganzen Drohungen, die ich bekommen habe. Und stehe dann 5 Minuten oder 10 Minuten vor dem WM-Kampf in meiner Umkleidekabine, alles schon in Wettkampfmontur, Hände getaped, Boxhandschuhe an, mein Team auch schon startklar und auf einmal knallt es draußen. Und in dem Moment schaltest du gar nicht. So, mein erster Gedanke war, okay, irgendjemand hat jetzt seinen Kampf verloren und hat die Kabinentür zugeknallt, so aus Frust, machen ja viele. Aber dann knallt es nochmal und nochmal und nochmal. Und da denke ich mir so, warte mal, das kann keine Tür sein. Und es waren wirklich wenige Sekunden. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hatte ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und dann geht meine Kabinentür auf und mein Vater steht halt da, bewaffnet. Und meine 2 Leibwächter, die ich aus Ulm mitgenommen habe, die liegen halt am Boden und überall alles Blut. Und er hatte sie angeschossen in die Beine, weil sie ihn nicht reingelassen haben. Ja, und dann kommt er in die Kabine, sagt, alle raus hier, sagt das 2-mal, mein komplettes Team geht raus, wie so eine Entenfamilie hinterher, ziehen auch noch die Tür zu und lassen mich da einfach alleine stehen. Ja, und dann kam der erste Knall, der erste Schuss, sofort aus 3, 4 Meter Entfernung und ich schreie, weil ich gedacht habe, meine Ohren platzen jetzt, weil das ist in so einem kleinen Raum so unfassbar laut ist. Und merkt dann aber erst später so, ho, meine Hand brennt irgendwie. Guck meine Hand an, hier ein Loch, da ein Loch, alles voller Blut. Und da habe ich erst realisiert, scheiße, der hat mich getroffen. Und dann gab es, ja, das war eine unfassbar eklige Situation. Ich war 40 Minuten mit ihm in dieser Kabine und er hat während 40, dieser ja. 40 Minuten,
hat er die Kabine auch verriegelt mit Tische und Stühle. Es waren 3000 Leute in der Halle, die mussten erstmal evakuiert werden. Das SEK konnte nicht rein, weil erstmal alle raus müssen, damit die sich einen Überblick verschaffen. Was ist, sind da mehrere, was ist überhaupt los? Von mir hat man nichts mehr gehört. Ich bin danach noch dreimal angeschossen worden von ihm. Also einmal in meinen linken Fuß, einmal in meinen rechten Fuß und in mein linkes Knie. Und das aber alles in Abständen von 5 bis 10 Minuten. Also die Schüsse gingen nicht hintereinander. Also so eine richtige Folter. Und ja, irgendwann hat er sich hingesetzt und hat angefangen zu weinen. Und ich bringe mich jetzt um. Und ich habe ihn dann davon abgehalten, das nicht zu tun. Habe mich dann um ihn gekümmert. Und ja, irgendwann hat dann die Polizei dann auch Kontakt aufgenommen über einen Freund von ihm in der Halle. Und ja, legen Sie die Waffe nieder. Und die sind dann gekommen. Er hat dann die Waffe rausgeschoben aus der Tür. Und auf einmal habe ich nur noch maskierte, bewaffnete Menschen um mich rum, auf mir drauf, überall gesehen und war dann so extrem erleichtert. Und da habe ich dann auch den Schmerz zugelassen. Ich hatte davor 40 Minuten keine Schmerzen. Ich habe nicht geschrien, ich habe nicht geweint, ich habe keinen, ich kann mich nicht an irgendeinen Schmerz erinnern aus dieser Zeit. Mein Körper und mein Geist war so in einem Überlebensmodus, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so, ich krieg grad Gänsehaut. Du musst funktionieren. Schau mal, ich habe sofort gerafft. Ja, du musst dir das so vorstellen, ich habe relativ schnell geschaltet, dass ich extrem viel Blut verliere. Ich habe es ja gesehen, ich hatte ja überall, es waren alles Durchschüsse, Eingang und Ausgang der Patrone. Das heißt, du hast überall 2 Löcher im Körper und habe halt sehr, sehr viel Blut verloren und habe sofort geschaltet, dass ich jetzt, dass meine Hauptaufgabe ist, ruhig zu bleiben, um nicht viel Blut zu verlieren. Und deshalb, die Leute haben auch ehrlich alle gedacht, ich bin schon tot. Weil es kam ein Schuss, man hat mich gehört, man hat mich schreien hören, weil ich erstmal von dem Schreck. Und danach hat man Schüsse gehört, aber mich nicht mehr. Okay. Und die haben einfach gedacht, okay, das war's, weil man geht davon aus, wer angeschossen wird, der macht irgendeinen Mucks oder so. Und ich war aber voll in diesem Überlebensmodus und in dem Moment, wo die Waffe rausgeschoben wurde und alle, was das ganze SEK reinkam, da habe ich einen Schmerz durch meinen ganzen Körper gespürt. So, das war einfach so, okay, jetzt kannst du einfach du sein. Du musst jetzt, du hast überlebt, fertig, Mission erfüllt. Und ja, das war schon ziemlich heftig. Und dann kam natürlich Notarzt und ja, die mussten mir einen Zugang legen, um mir Schmerzmittel und so zu geben. Aber ging nicht. Alle Venen dicht. Alle Venen haben zugemacht. Die konnten mir weder an den Armen, Ellbogen, Hand, Rücken, hier am Hals nichts legen, dass die mir ins Knie bohren mussten, bei vollem Bewusstsein, um mir dort einen Zugang zu legen. Das war der schlimmste Schmerz meines Lebens. Ich habe 22 Jahre geboxt. Ich habe 17 OPs mit Vollnarkose. Ich habe ein künstliches Knie bekommen. Ich habe 2 Kinder auf die Welt gebracht, der Kaiserschnitt, also auch Schmerzen. Aber nichts ist gleichzusetzen mit diesem 3 Sekunden Schmerz, wo die mir da ins Knie gebohrt haben. Das werde ich mein Leben nie vergessen. Das waren 3 Sekunden Schmerz und danach war alles super. Mir ging es gut, ich habe nichts mehr gespürt. Ich war, die haben mir natürlich alles gegeben, alle Drogen, die es gibt wahrscheinlich. Und ja, bin dann ins Krankenhaus gefahren und ich weiß noch, das Letzte, was er am Telefon gesagt hat, bevor das SEK gestürmt ist, da hat es mir gezeigt, so was für ein psychisch kranker Mensch er ist. Er sagt, okay, ich ergebe mich, aber bitte bringt einen Arzt mit. Ich habe meiner Tochter wehgetan. So, wie krank einfach. Krass. Und das hat mir einfach gezeigt, so, das liegt, nee, das hat nichts mit meinem damaligen Freund zu tun. Das hat nichts mit der Situation an sich zu tun, sondern einfach mit ihm selber, mit sich selber. Und ja, dann bin ich 9 Stunden notoperiert worden, die komplette Nacht. Und bin dann am nächsten Tag vor dem Scherbenhaufen meines Lebens aufgewacht. Also alles, Schienen, Platten, externe Fixateure, die meine Knochen zusammengehalten haben. Ja, Psyche, von der Psyche brauchen wir gar nicht reden. Da war ich aber Gott sei Dank so vollgepumpt mit Morphium und Co., dass ich das, ich kann mich auch an die Zeit in der Intensivstation nicht wirklich erinnern. Da kommen diese ganzen Bild-Zeitungsbilder und RTL-Exklusiv-Interviews, die stammen alle aus der Intensivstationzeit.
das habe ich nicht mal bei vollem Bewusstsein gemacht. Das war halt leider ja nicht so ein praktisch oder taktisch kluges Verhalten meines damaligen Pressesprechers. Ja, und irgendwann fängst du an, das zu verarbeiten, und das kannst du gar nicht verarbeiten. Mhm. So, du bist richtig, richtig im Opfermodus. Warum ich? Mein Leben ist so scheiße, mein Leben ist kacke, alles, es bringt alles nichts mehr, ich habe alles verloren, und ich habe vor allem die größte Stärke, die ich damals besessen habe und auch heute wieder besitze, Gott sei Dank, verloren, und es war der Glaube an mich. Ich habe immer an mich geglaubt, so egal was andere im Außen gesagt haben, es hat mich nicht interessiert. Ich habe ein riesen Selbstvertrauen gehabt. Mein Selbstvertrauen hat mich überhaupt durchs Leben gebracht, weil ich wusste, egal welches Hindernis kommt, welche Herausforderung, ich schaffe das schon. Ich wusste nie wie, das ist kein Plan, aber dass ich es schaffen werde. Und das hat mich überhaupt vorwärts gebracht im Leben. Und das habe ich komplett verloren in dem Moment. Ich habe an nichts und niemanden mehr geglaubt. Ich war einfach nur im Opfermodus. Ich habe nur geweint. Ich habe mich selbst bemitleidet, gejammert. Klar, weißt du, die kommen, die Ärzte, also ich hatte alle 3, 4 Tage eine OP und jedes Mal mit einer schlimmeren Diagnose. Ja, Füße versteifen, künstliches Knie, komplett verkrüppelte Hand. Du wirst nie wieder richtig laufen, du brauchst einen Gehstock, du wirst humpeln, und da kommst du gar nicht mit klar. So, überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass du auch so psychisch jetzt so voll die riesige Narbe damit nicht mit dir trägst, und ja, habe da wirklich das erste Mal in meinem Leben so einen richtigen Opfermodus gehabt. Und ich bin auch froh heute, dass ich mir die Zeit damals genommen habe. Das waren so 3, 4 Wochen. Und mein Umfeld hat mich ja auch nicht wirklich da gestärkt, weil jeder, der zu mir ins Krankenzimmer kam, der war traurig, der hatte Mitleid mit mir, der konnte das nicht verarbeiten. Das war, also, es war keiner da, der mich motiviert hat und der mir gesagt hat, doch, wir schaffen das und so. Mein Freund damals, ja, aber der wusste auch nicht, wie weit darf er gehen. Weißt du, er wollte mich ja auch nicht unter Druck setzen, und er hat immer wieder Ansätze gehabt, und dann hatte ich aber Phasen, wo ich gesagt habe, ey, lasst mich alle in Ruhe. Und dann kam eine Physiotherapeutin rein, und die hat alles mal kurz weggeballert, diesen ganzen Opfermodus, die ist rein, das hat die einen Scheißdreck interessiert, ob ich hab keinen Bock, und juckt sie nicht. Die hat gesagt, du liegst hier seit 3, 4 Wochen rum, also fertig, heute machen wir deine ersten Schritte, komme, was wolle. Ich denke mir so, ja, okay, jetzt übertreib halt, weißt du, 3, 4 Schritte, ich bin Boxweltmeisterin, ich beherrsche jede Phase meines Körpers, ich meine, du bist Sportler, also wir spüren, wenn wir in 2 Wochen krank werden könnten, oder wenn sich irgendwas tut, wir beherrschen den Körper einfach, und ich soll mich jetzt freuen über 3, 4 Schritte, und dann, ja, habe ich halt gemerkt, so, nee, die Beine, die dich zur Weltmeisterschaft geführt haben, die könnte ich gerade nicht einmal halten. Bin dann, habe mehrere Anläufe gebraucht, und irgendwann meinte sie, hey, gut, du bist zumindest aus dem Bett. Ich lag ja komplett im Bett, ich bin nicht einmal aufgestanden. Und mein Kreislauf hat nicht mitgespielt, alles gut, wir machen das morgen wieder. Bin ich ins Bett gefallen und habe Rotz und Wasser geheult, weil ich plötzlich nicht Mitleid mit mir hatte, mit meiner Situation und die Umstände beheult habe, sondern weil ich plötzlich Angst bekommen habe vor meiner Zukunft. Weil ich gesagt habe, hey, das bin ich nicht und das will ich auch niemals sein. So ein Mensch, der angewiesen ist auf andere, ein Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, seine Hose zu knöpfen. So die Rola, die mal existiert hat, die unfassbar stark war, die ein Riesenvorbild, die ist einfach tot, die gibt es nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, nee, Mädchen, du hast dir 10 Jahre vorgestellt, Boxweltmeisterin zu werden, und auch wenn nichts danach aussah, so erklär mir jetzt bitte, warum es jetzt nicht funktionieren sollte. Und ich bin damals mit diesem Gedanken eingeschlafen und bin am Morgen ganz anders aufgewacht. Ich habe dann plötzlich angefangen, mir Ziele zu setzen. Und mein erstes Ziel war, diese Gehhilfe von gestern zu nehmen und alleine auf den Flur rauszugehen. Ich habe, was weiß ich, wie lange gebraucht, aber ich habe es geschafft. Ich bin raus auf den Flur und stand dann in einer ganz anderen Kulisse. Dann habe ich Hoffnung gesehen. Ich habe gesehen, dass Menschen da sind mit einem amputierten Bein. Oder 2 amputierte Beine, Menschen, die ihre Arme verloren haben, Menschen, die Krebs haben, Menschen, die auch voll hart vom Leben getroffen wurden, aber richtig hart. Und die aber nicht in ihrem Zimmer rumsitzen und heulen und sich bemitleiden, sondern die einfach kämpfen. Und die sagen, jeder einzelne Schritt, egal wie kleiner ist, führt mich
meinem Leben oder führt mich irgendwo hin. Die meisten wissen ja gar nicht, wo es sie hinführt, aber zumindest wissen sie, dass es sie wegführt von dem, was sie bisher haben, von diesem Leid und von diesem vor allem Selbstmitleid. Und das hat mir einfach gezeigt, okay, hey, kämpfen kann ich. Eine Kriegerin bin ich, die ist jetzt gerade nur ein bisschen so im Koma gewesen, die hat mal kurz Pause gemacht. Und das habe ich wieder in mir wecken können, durch dieses Umfeld, durch diese Menschen, die ich da gesehen habe. Und Richie, ich kann dir sagen, meine Genesung danach kannst du dir nicht vorstellen. Die Ärzte haben geguckt, ich habe meinen Rollstuhl in die Ecke geschmissen. Ja, wie, jetzt schon? Kannst du wirklich stehen? Meine Krücken, ich bin nach 6 Wochen, nachdem ich das Krankenhaus verlassen habe, auf dem Laufband gewesen. Habe beim Einstein-Marathon in Ulm damals so einen 5-Kilometer-Gesundheitslauf gemacht, 4 Monate nach dem Vorfall. Krass. Und war dann voll wieder im Fokus, hatte wieder Ziele und habe, gut, so übers Boxen haben wir nie geredet, aber es war mir wichtig, einfach wieder zurück ins Leben zu kommen. Und ja, und dann kam die große Spinnerin wieder in mir durch. Und ich ungefähr 10 Monate nach dem Attentat vor die Presse. Ich habe einfach eine Pressekonferenz einberufen. Keiner wusste, warum. Ich hatte noch einen Fixateur an der Hand und habe gesagt, hey, ich habe gehört, die Ratiopharm Arena in Ulm, das war immer mein großer Wunsch, da mal zu kämpfen. Die ist in 3, 4 Monaten fertig. Und ich verspreche euch, nächstes Jahr werde ich da um die WM kämpfen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe noch nicht mal einen Schlag ja machen können, ob die Hand überhaupt hält. Aber ich verpflichte mich jetzt hier vor euch und ich mache das. Und ich stand tatsächlich im Januar 2013. Ich habe gerade Gänsehaut. Vor 6.000 Zuschauern in der Halle, habe um die WM gekämpft, habe zwar verloren, einen sportlichen Titel habe ich verloren, aber den Kampf zurück ins Leben. Für mich und für so viele andere Menschen habe ich den einfach gewonnen, weil ich gezeigt habe, hey, die Grenzen, die wir alle haben, die existieren nur in unserer Illusion. Erst wenn wir losgehen, wissen wir, wo sie wirklich sind. Und meistens sind sie viel, viel weiter weg, als wir sie uns vorstellen. Boah. Das war meine Geschichte, versucht so schnell und kompakt zu halten. Boah, ich habe gerade so viele Gänsehautmomente gehabt. Es ist wirklich unglaublich, was du da wirklich alles durchgemacht hast und dich immer wieder zurückgekämpft. Quasi das Leben hat dir etwas geschickt und du hast immer wieder drauf geantwortet. Und es ist so eine wichtige Botschaft und ich finde es so toll von dir, dass du dich vor allem für Frauen so stark machst, weil ich erlebe immer wieder auch in Coachings, dass Frauen sich weiterentwickeln wollen, weitergehen, aber den Männern gefällt es noch nicht so und dann gehen die Frauen, hören dann extra mit ihrer Weiterbildung auf, den Mann irgendwie nicht zu verlieren, anstatt zu sagen, hey, komm doch mit oder den Mann vielleicht eventuell auch mitzuziehen. Und deswegen finde ich deine Botschaft da einfach so, so, so wichtig für alle Frauen da draußen, wirklich alle, die das hier hören, ey, schaut auf diese Frau, wirklich, das ist, ich bin einfach nur sprachlos. Wirklich. Dankeschön. Wie kam es aber dann, dass du dann gesagt hast, okay, du möchtest jetzt Coach oder Speakerin werden. Wie ging es dann da weiter? Also Speakerin bin ich schon während meiner aktiven Zeit gewesen. Also ich habe ja dann 2013 mein Comeback gehabt, habe zwar verloren, aber bin dann noch aktiv gewesen, bin dann ein halbes Jahr später Weltmeisterin wieder geworden, habe dann meine Titel noch einige Jahre verteidigt und habe dann mein Buch rausgebracht, mein Stehaufmädchen, meine Biografie. Und dann kamen natürlich ganz, ganz viele Anfragen von Agenturen. Hey, voll die geile Story, Vorträge halten, hast du nicht Bock? Ich so, ja klar, reden kann ich. Mach ich. Und da habe ich das nebenher schon gemacht. Also als aktive Sportlerin auch ein paar Motivations-Speeches gehalten und habe da aber nie so einen großen Fokus drauf gehabt. Und habe dann meine Karriere beendet, bin in eine ganz, ganz, ganz schwierige Identitätskrise gerutscht. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. So alles, was ich immer hatte in meinem Leben, war plötzlich weg. Ich war nur Rola und es war für mich nie genug. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe mich immer nur identifizieren können mit der erfolgreichen Sportlerin, Weltmeisterin, so unkaputtbare Frau. Und plötzlich stand ich vor dem ganz normalen Leben und ich bin damit nicht klargekommen. Und ich wusste, wer ich war, aber nicht mehr, wer ich bin. Und habe da angefangen, dann sind wir auch ins Ausland gezogen, mein Mann und ich, also der Freund von damals ist auch heute mein Mann, und haben dann auch unsere erste Tochter bekommen und haben im Ausland gelebt. Es war super. Ich dachte, war immer mein Wunsch, dort am Meer zu leben. Und ich dachte, das macht alles wieder gut. Aber ich habe dann sehr schnell verstanden, es ist kein Ort oder irgendein anderer Mensch, der dich erfüllt. Es ist immer die Aufgabe, die du machst. Und da habe ich erst angefangen, ungefähr 7 Jahre später, nach dem Attentat,
das alles erstmal zu verarbeiten. Was passiert ist, was das mit mir gemacht hat, was das auch, es hat viel Schlechtes mit mir gemacht. Ich bin extrem kalt geworden. Ich war immer hart und ich bin auch von innen hart gewesen, so hart zu mir selber. Und das war extrem scheiße. Ich habe mir wie so mein Herz rausgerissen und Stein reingesetzt. Hat da auch die Und Beziehung unter anderem drunter gelitten? ja, absolut, klar. Ich meine, mein Mann war von Anfang an, musste er irgendwie lernen, damit klarzukommen. Und ihn hat nie jemand gefragt, hey, wie kommst du damit klar? Wie geht's dir? Nie. Weil es immer nur Rola, Rola, Rola war. Und da hat die Beziehung extrem darunter gelitten. Und aber was wir immer ganz gut konnten, ist kommunizieren. Am Anfang noch sehr laut. Heute haben wir gelernt, in Ruhe zu kommunizieren und trotzdem zu sagen, was man wirklich empfindet. Und dann ist er auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Dann kam er auf Bodo Schäfer und er war ein komplett ausgewechselter Mensch. Er ist der größte Chaot auf diesem Planeten und macht immer 3000 Sachen auf einmal. Und er war schon alles, Astronaut, und er probiert sich in allem aus. Und auf einmal kommt er mir mit Struktur, mit Tagebüchern, mit To-Do-Listen, und ich denke mir so, hä, was für eine Gehirnwäsche hat er da bekommen? Ja, schau das dir an, und ich so, lass mich in Ruhe mit diesen Schwätzern, ich habe da keinen Bock drauf. Die denken auch, die erzählen hier 3, 4 Minuten in irgendeinem YouTube-Video, wie die Welt funktioniert, und du glaubst es, oder? Und er hat mich dann in Ruhe gelassen. Mir ging es halt psychisch sehr, sehr schlecht, und ja, irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, scheiße, so. In der Kasse sieht es besser aus, so in die Firma läuft. Wir hatten ja einen sechsstelligen Schuldenbetrag zu dem Zeitpunkt durch meinen Sport. Also wir waren mächtig pleite und hatten aber, konnten immer Geld machen. Also wir waren nie welche, die faul waren, aber wir konnten mit Geld nicht umgehen. Und durch Bodo natürlich hat er das gelernt. Und auf einmal merke ich mir so, ja, okay, irgendwie, irgendwas Gutes muss ja dran sein. Da habe ich mir diesen Bodo Schäfer mal angehört und angeschaut und fand den einfach nur geil. Und habe gesehen, hey, all das, was er jetzt sagt, das habe ich doch immer selber gemacht. Sonst wäre ich nie, hätte ich nie meinen Traum leben können. Ja, und dann habe ich selber auch mit ihm angefangen zu arbeiten, habe dann Bodo Schäfer mein Buch geschenkt mit einem Brief, so als Dankeschön für diese Arbeit, die er leistet, wie viele Menschen er damit berührt und wie dankbar wir einfach sind, dass sich in dem letzten halben Jahr so vieles getan hat bei uns. Ja, und Bodo hat dann mich kontaktiert und eingeladen zu dem Event, wo du vorher gesagt hast, da hast du mich dann gesehen, da war ich dann als Gast. Und ja, habe dann angefangen, mit seinen Kursen auch intensiver zu arbeiten. Sind dann wieder zurück nach Griechenland. Das war einfach nur so eine einmalige Geschichte. Ich wurde eingeladen, so als Testimonial für ihn. Und dann kam Corona in Griechenland, 2020. Wir hatten Tourismusbranche, alles dicht. Ich hatte eine Boxschule, alles dicht. Und ich hatte Speaker-Auftritte in Deutschland, zu denen ich immer gependelt bin, auch alles weg. Und dann hat Bodo einen Online-Kurs gemacht, ein Online-Seminar. Und wir haben gesagt, komm, machen wir. Dann haben wir uns da reingesetzt, haben das Online-Seminar gemacht. Und es hieß, hey, wer hat Bock auf Q&A? Du hast ja auch mal eine Q&A-Session mit Bodo gemacht. Da habe ich auch nicht mit dir gesehen. Und ich dann so, ja klar, Fragen habe ich immer, habe eine Frage reingetippt. Ja, Rola, hast du Bock, das live mit Bodo zu besprechen? Ich so, ja klar. Und dann werde ich dazu geschaltet und er fragt mich einfach, ob er mich coachen darf. Er ist so fasziniert von mir und von meiner Geschichte und er kann sich vorstellen, dass ich Millionen von Menschen erreichen kann und er würde mich da gerne dabei unterstützen und würde mir eine Starthilfe geben. Und für mich war das so ein vorhin noch in so einer aussichtslosen Situation gewesen. Alle drei Firmen, die wir hatten, von heute auf morgen plattgewalzt. Und jetzt meldet sich Bodo Schäfer, weißt du, sagt, komm, komm drüber. Und mein Mann Krass. hat auch noch einen Job gekriegt von Krass. ihm. Wir wurden dann beide von der Bodo Schäfer Akademie eingestellt, sind dann zurück nach Deutschland natürlich. Hörst du das? Nicht, okay. Wurden dann beide eingestellt und haben dann angefangen, in der Bodo Schäfer Akademie zu arbeiten. Mein Mann im Vertrieb und ich eben als Coach und Speakerin. Und so hat das alles überhaupt angefangen. Also ich hätte nie gedacht, jetzt, ich habe auch immer zu meinem Mann gesagt, ich bin Speakerin, ja, voll geil, stehe auf der Bühne, eine halbe Stunde, reden, gutes Geld kriegt man ja und dann ciao, Kakao. So, du hast keine Verantwortung. Coach ist aber gar nicht meins, weil als Coach musst du ja ganz tief gehen, du trägst auch eine große Verantwortung. Aber ich habe mir das einfach nur nicht zugetraut. Deshalb habe ich immer gesagt, ja, Speakerin, das kann ich gut, aber Coach ist nicht meins, macht mir keinen Spaß. Und heute ist einfach das Geilste, was es überhaupt gibt. Cool,
Cool, Ja. Mann. Wow. Aber schlussendlich, weißt du, ich sag halt immer, es musste alles so sein, es musste genauso alles kommen. Und wenn sich irgendwo eine Tür Absolut. schließt, geht eine andere auf. Und genauso war es bei dir. Schlussendlich hast du dem Leben immer wieder geantwortet und das Leben hat dir dann das wieder zurückgegeben, weil sie gesehen haben, okay, die Rola tut sich nicht da selbst bemitleiden, sie steht auf, sie macht weiter und dann wird man belohnt. Das ist einfach so. Das Leben belohnt einen schlussendlich, wenn man einfach nur dranbleibt. Und das hast du einfach mit deiner Geschichte gezeigt. Wow, wirklich. Was wären denn Dankeschön. deine drei Top-Bücher? Also das erste Buch, was mich komplett geflasht hat aus der Persönlichkeitsentwicklung, ist Wie man Freunde gewinnt. Hm. Ganz klar. Dann Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Mhm. Und Die sieben Wege zur Effektivität. Also da Sieben. geht es ja eigentlich weniger jetzt um Mindset und so, Mhm. aber weil Mindset alleine reicht ja nicht. Wir brauchen ja auch Struktur, Mhm. Systeme, Methoden und. Und das hast du, das ist ja die Bibel der Persönlichkeitsentwicklung. Das sind jetzt so die drei, die mir auf Anhieb einfallen, die wir durchgearbeitet haben, die vor allem mein Mann ja mittlerweile auch auswendig kennt. Der ist ja da noch viel krasser unterwegs als ich, was so sein Lernen, der lernt ja nonstop, der hört ja gar nicht auf damit. Das Und die drei Bücher hat er auch verschlungen und die haben auch sehr, sehr, sehr viel bewegt bei uns im Leben. weiß. Wow, wirklich sehr einfach nur, ich bin einfach nur so fasziniert von dir. Weil du hast das Abschlusswort. Was würdest du den Zuhörern einfach noch gerne mitgeben? Abschlusswort ist gut. Ich könnte jetzt wieder 30 Minuten reden. Da kommt die Speakerin raus. Genau. Weißt du, was für eine Qual das für mich war? Gedankentankenbühne. 18 Minuten. Das Ich 18 Minuten? Ey, boah, glaube ich das ist dir. meine größte Aufgabe. Vor allem diese Story Ja. 80, in 18 Minuten einzupacken, das ist echt eine Challenge. Ja. Absolut. Nein, was würde ich den Jungs und Mädels da draußen weitergeben? In erster Linie, fangt wieder an zu träumen. Lasst euch eure Träume nicht mit dem Erwachsenwerden kaputt gehen. Wir haben alle geträumt als Kinder. Der eine wollte Rockstar werden, der andere Astronaut, die eine Ärztin. Jeder hat so groß geträumt und da kam keiner zu uns und hat gesagt, ach komm, hör auf damit, bleib realistisch. Das kommt mit dem Erwachsenwerden. Und ganz, ganz, ganz oft ist es halt so, dass wir uns anpassen. Und ihr Lieben, wir brauchen verrückte Menschen da draußen. Wir brauchen Leader und Leaderinnen, die für sich losgehen, für ihre Träume, die andere mitreißen. Weil ich sage immer, es ist wie beim Buffet. Keiner traut sich aufzustehen, bis der Erste geht. Und dann kommen alle mit. Und so ist es auch im Leben. Wenn ihr für etwas brennt, dann geht dem nach. Es wird hart. Ich bin keine, die sagt, es geht alles Friede, Freude, Eierkuchen und in Leichtigkeit. Nein, wir müssen immer durch den Schmerz. Immer. Aber nach dem Schmerz kommt das Geile, nach dem Schmerz kommt der Stolz, da kommt euer Ziel. Und deshalb träumt, fangt wieder an, groß zu träumen und geht dem nach. Sucht euch die Menschen, die euch empowern, sucht euch die Menschen, die euch zeigen, wie es geht, die euch an die Hand nehmen, die bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit euch zu teilen. Und dafür machen wir das auch. Weißt du, was ich meine? Ich meine, Absolut. ich sehe schon, wie du nickst. So, wir machen das nicht nur für uns. Natürlich bringt es uns als Mensch weiter. Aber wir können nur wachsen, wenn wir andere Menschen mitnehmen. Wenn wir andere Menschen mit auf diese Reise mitnehmen, begleiten und zusammenwachsen. Denn ja, wenn du schnell ankommen willst, geh alleine. Willst du weit kommen, geh im Team. Und das ist so meine Devise in allen Bereichen. Und alle Menschen, mit denen ich arbeite, auch wenn man sie Kunden nennt, das ist mein Team, das sind nicht meine Kunden. Und wir können so viel bewirken und lasst uns einfach die Welt zu einem schöneren Ort machen. Jeder Absolut. Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten. Ich sage immer dazu, wir sind alle miteinander verbunden. Absolut. Perfekt. Vielen lieben Dank, Roland. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Wow. Was für eine unglaubliche Persönlichkeit. Ich hatte während des Interviews durchgehend die ganze Zeit Gänsehaut am ganzen Körper. Weil es immer, ich meine, ich kannte ja schon die Geschichte ja schon vorher, weil es ja, wie sie auch schon im Interview gesagt hat, live erleben konnte, damals bei dem Seminar. Aber das jetzt nochmal zu hören und nochmal so persönlich von ihr zu hören, macht mich einfach nur sprachlos. Und da sieht man wieder, dass
wie sie auch schon gesagt, man kann alles schaffen. Träumt, 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 träumt. Man kann wirklich alles schaffen. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann geh einfach geradeaus durch, auch was alle anderen sagen oder sonst irgendwie was. Und da ist sie halt für mich persönlich ein absolutes Vorbild und für viele andere Menschen auch wirklich. Macht euer Ding. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk, was du uns machen kannst, ist uns ein Feedback zu geben. Entweder hier, wo du uns gerade siehst, und ansonsten auf Spotify oder Apple Podcast. Kannst auch sonst, Rola, ich werde sie auch verlinken, persönlich eine Nachricht schreiben auf Instagram oder über ihre anderen Kanäle. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie.